Auf Anfang. Ah, auch von Anfang hier. Nee, da rein kann ich nicht werfen. So, zum Glück ist nichts passiert. Was? Ernsthaft? Das ist alles exklusiv? Oder war das, weil ich da verwanzt habe? So viel zum Thema wahrscheinlich ist er schon wieder weg. Mach schneller! Ja. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. Explosion. Was? Der hat mich nur einmal getroffen! Was ist das denn für ein Immer-Typ? Die haben noch nicht mal was gemacht. Also...
Das ist richtig krass abgegangen. Okay. Nochmal. Ich hab noch mein eigenes System. Nein! Hier kann ich mich nicht mal mehr verstecken. Nein, nein, nein. Ach Scheiße. So, das sind circa noch 4. Na, 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 oh, das ist zu spät.
Gibt nur noch den einen. Wo ist der? Oh, meine Ohren! Tschüss! Oh, da ist noch einer. Was war das? Was läuft hier so rum? Gibt's hier noch mehr? Nein. Ich muss da hoch. Jetzt kann ich da wenigstens lang. Nein, ich wollte doch nicht daran, da runterspringen. Ich habe die ganze Zeit den Knopf gedrückt gehalten. Den Parkour-Knopf. Na, super, geht doch. Das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss sie nur noch physikalisch lokalisieren. Das ist ja, denke ich mal, kein Problem. Was die unter Tragbar verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, jetzt muss ich dann nur rein. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund. Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Lass ich mich aber mitkuschieren. Hat der Fahrschulschacht sogar noch einen Zweck? Nicht gut. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Bin in 29 Sekunden da. Verdammt, Mann. Was? Ich bin gern pünktlich. Webn, ich hätte den Rest einfach auf dem Schiff besiegen müssen in der Zeit. Es passiert ja eigentlich nichts. Oh, doch. Wo bist du? Du müsstest. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich das Ding gesprengt. Aus Panik. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt noch jemand kommt. Bitte lass mich nicht alles von vorne machen. Was die unter Tragbar verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund. Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest.
ausgelösten Alarm in Ihrer Nähe. Erbitten Anweisung. Shit, das ist nicht gut. Hey, yo, reg dich mal nicht so auf. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Bin in 29 Sekunden da. Verdammt, Mann. Was? Ich bin gern pünktlich. Hey, ganz cool, yo. Verdächtige auf der Flucht. Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond. Ist das deine Drohne? Überraschung. Extra für uns umgebaut. Wir haben ein paar technische Probleme. Marcus, wo bist du? Du musst den Server an die Drohne hängen. Drohne? Moment. Ach egal, scheiß drauf. Bin gleich da. Fuck! Oh Gott! Oh Scheiße! Lass schnell wieder runter! Oh Gott! Okay! Okay! Was? Fuck! Hey, Josh, Mann! Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Nein, bitte, Mann! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen, als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig. Nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Alles klar. Schlechte Nachrichten. Kannst du herkommen? Was ist denn los? Marcus, du bist in allen Nachrichten. Homeland Security hat dich auf die Most Wanted-Liste gesetzt. Was zum... Komm lieber heim, amigo. Das ist irgendwie normal. Das war nach so viel Scheiße auf so eine Liste gesetzt werden. So. Nein. Habe ich eine Pistole mit Schalldämpfer? Ja, die kann ich mir wieder machen. Ist mir nämlich lieber. So.
Ah, ich mache ein kurzes Päuschen. Bin gleich wieder da. Ich muss noch eben kurz aufs Klo. Bis gleich.